Wenn jemand zu mir eine religiöse Frage stellt und ich sie falsch beantworte, kriege ich eine Sünde? Ja. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dass wir nicht reden ohne Wissen. Ja? Aber wir sagen, wenn ein Gelehrter Ijtihad gemacht hat, sozusagen es versucht hat, die Wahrheit zu sagen und so weiter, und obwohl er die Beweise betrachtet hat und das Bestmögliche getan hat, einen Fehler gemacht hat, dann wird er trotzdem dafür belohnt. Aber der autonormale Muslim sollte sich nicht in diese Lage tun.